Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Blasphemous. Und ich bin hier gerade nochmal die Spieloptionen, Tipps zum Spiel durchgegangen, ob wir vielleicht irgendwas übersehen haben. Und wie ich vorhin gesagt habe, das haben wir vielleicht während des Spiels sogar weggedrückt, hier steht es, haltet B gedrückt, um im Austausch für euer Blut Inbrunst zu erhalten. Für diese Aktion erhaltet ihr zudem eine kleine Menge Träne der Abbitte. Habe ich das vorhin doch richtig gesehen? Mir ist das nämlich auch schon mal passiert, als ich diesen Schwertwurf machen wollte, wo man ja nur kurz B drücken muss. Wir haben gar keinen vierten Rosenkranz drin, sehe ich gerade. Warum nicht? Wir müssen uns ja jetzt eh anders ausrüsten. Wir brauchen die große Perle aus blauem Wachs, wir brauchen die große Perle aus rotem Wachs. Ich würde trotzdem weiter die Lebensessenz der Gegner sehen. Und ich nehme mäßig das Herz erhöht die Verteidigung jedes Trägers. Das würde ich gerne reinnehmen. Denn das brauchen wir jetzt, wenn ich mich nicht täusche, für da unten. Wenn ich das Rätsel richtig verstehe. Zurückkommen wir leicht. Hoffe ich zumindest. Mit ein bisschen hin und her klappt das. Mit ein bisschen hin und her klappt das. Mit ein bisschen hin und her. So. Komm her, Bild. Sind jetzt beide an, dann schauen wir mal. Tatsache, es hat geklappt. Die Tür ist aufgegangen. Und wir erhalten hier wohl was Besonderes. Ich schreibe es aber auch nochmal auf. Und zwar erhalten wir geschmolzenes Herz aus kochendem Blut. Schwertkern, trocken und leicht porös. Mea culpa pocht nach jedem Töten durstig und überträgt Lebenskraft auf den Träger. Zugleich reduziert sich aber die durch Gallegefäße wiederhergestellte Gesundheit. Der Meisterschmied, der unablässig Silber bearbeitete, fragte manchmal, von wem mag das gesegnete Blut stammen, das in dieser Brosche verewigt wird? Und der Priester antwortete, von einem, der bald sterben wird, verraten von seinesgleichen, verdammt von den Autoritäten, denen er gehorchte. Der Meister hielt inne und hob den Blick. Es wird das eure sein, nicht wahr? Das klingt cool, dass man sich selber mit Angriffen heilt, aber die Effizienz der Gallenflasche halt im Gegenzug geringer ist. Aber ich glaube, das würde ich gerne nutzen. Wir müssen, glaube ich, eh nochmal hier hoch. Wir haben, glaube ich, noch eine Gallenflasche, die ich dann auch gerne füllen würde. Gucken wir mal, was wir jetzt überhaupt an Gegenständen haben. Genau, da haben wir noch eine Gallenflasche. Wir müssten eigentlich auch nochmal zurück nach Albero, um das Knoblauch abzugeben. Der russige Knoblauch. Dann hier rüste ich. Das wäre ja doppelt super, wenn wir das dann mit reinnehmen. Rüste ich das aus. Drücken für einen Fernangriff. Man verbessert also einfach nur die Fernangriffe. Aber unglaublich. Okay, die vier Kampftechniken werden nur verbessert. Das sind keine neuen, die dazukommen. So. Moment mal. Ach, das kostet Tränen der Abbitte. Ich dachte, wir kriegen die dadurch. Na, das ist natürlich blöd. Genau, links. Da ganz links müssen wir uns wieder hocharbeiten. Hm.
ist ja auch wieder da. Shit. Oha. Oha. Mist. Ja, damit sind wir wohl gestorben. Eigentlich wollte ich hier rechts noch gucken, was wir da jetzt haben. Und da links auch noch hoch. Was war denn hier links? Ach, das Bild, genau. Das müssen wir uns merken. Dass das hier neben dem Betpult war. Auch ein bisschen schade, dass man sich keine Markierungen auf die Karte setzen kann. Das wäre bei so einem Spiel natürlich praktisch. Ja, ich glaube, ich gehe hier links nochmal bieten. Komm, zack. Inquisition. Wieder ein Erfolg freigeschaltet. Warum nicht? Wobei wir nicht wissen, was das jetzt für ein Erfolg war. Ja, ich komme wahrscheinlich von der anderen Seite genauso an meinen... Ah, von hier kam er, glaube ich, nicht runter, ne? Nee, von hier kam er nicht runter. Ah, da unten können wir unsere Schuld, da oben können wir unsere Schuld loswerden. Versuche ich das einfach mal auf dem Wege jetzt. Auch noch nicht. Müssen wir uns da hinten mal herunterfallen lassen. Müsste ja eigentlich klappen. Ja, klappt auch. Und hier finden wir Tropfen geronnener Tinte. Jedes Zögern des Schreibers war ein neuer Schandfleck für sein Skriptorium. Ungeschriebene Worte zensiert, bevor sie auf dem Papier geboren werden konnten. Auch sie hatten Macht. Diese Tinte... Ups. Diese Tinte, ergriffen vom Leid, erhöht die Kraft vom Gebeten. Der Schreiber hob den Blick, denn er hatte vor einer Weile aufgehört zu schreiben. Kraft vom Gebeten. Machen die dann mehr Schaden? Ach, wir haben nicht mehr das ausgerüstet, dass wir... dann nehme ich das hier mal raus. Dass wir Lebensenergie bekommen, wenn wir Gegenstände zerstören. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Hier haben wir ja auch genug Gegenstände. Knapp. Kommen wir da hoch? Wie kommen wir da von links, von rechts, von der rechten Seite? Ach ja, das war die Geschichte, wo ich eh schon überlegt habe, wie wir das wie wir das hinbekommen. Ihr Köpfe. Man lässt uns ja auch nicht wirklich Zeit hier. Zu nah, zu nah. Der da oben verursacht die, ne? Können wir uns nicht festhalten.
Nein, das dauert auch einfach zu lange. Können wir die Köpfe nicht so früh schlagen, dass der oben verletzt wird? Nee, der ist, was das angeht, ziemlich sicher. Schade. Obwohl so. Jetzt dürfen keine Köpfe mehr kommen. Jetzt können wir uns das hier zumindest in Ruhe mal angucken. Ja, auf jeden Fall so stehen, damit wir nachher oben durch das Gitter können. Ich verstehe aber nicht die Logik hier. Fehlt hier irgendwas? Müssen wir das so schnell schaffen? Das schaffen wir so schnell ja gar nicht. Nein, da sind wir zu lahm für. Oh Mann, fehlt uns hier irgendwas? Ah, nee, nee, nee. Hier rechts sind wir noch nicht gewesen, sehe ich gerade. Was haben wir hier? Ein Anatomiebuch geöffnet. Die Seite zeigt die Abbildung eines Oberschenkelknochens. Die Seite zeigt die Abbildung eines Schienbeins. Die Seite zeigt die Abbildung einer Kniescheibe. Oberschenkelknochen? Wieso muss ich gerade an Monkey Island denken? Schienbein. Und Kniescheibe. Oberschenkelknochen, Schienbein und Kniescheibe. Mal gucken. Mach dich frei von allem und du hast nichts zu verlieren. Schienbein. Handelt mit Inbrunst, das ist das Geheimnis. Und Kniescheibe, ihr dürft euch nicht bewegen. Ah, Moment. Mach dich frei von allem. Du hast nichts zu verlieren. Ah, ich hoffe, das Mea Culpa-Herz kommt uns jetzt nicht dazwischen. Mach dich frei von allem. Handle mit Inbrunst. Und du darfst dich nicht bewegen. Ich versuche mal ohne ein Mea Culpa-Herz. Das heißt, wir müssen oben an den Schrein. Ist ja auch noch einer.
Shit. So, weg hier. Oh, links könnten wir jetzt nochmal auffüllen. Können wir direkt mal gucken, was das diesmal kostet. 1850. Ja, haben wir ja. Aber man muss doch viele Tränen der Abbitte hier ausgeben. Füllen wir uns doch das nächste Gallenfläschchen. Und sind damit auch wieder geheilt. Über uns. Ach, du Heiliger. Ich muss hier ein Relikt ausrüsten, sehe ich gerade. Da. Wir brauchen das. Und wir brauchen das. Jetzt müssen wir einmal beten. Inventar. Entfernen. So, und jetzt will ich mal gucken, ob ich das Rätsel richtig verstanden habe. Oh, wir haben gerade in der Luft gehangen, auch schön. Ah, das Problem ist, jetzt haben wir die Lappen da wieder. Tschüss. Jetzt nehmen wir das wieder raus. Wir haben keine Rosenkranzperlen, keine Reliquien, kein Schwertherz, kein Gebet. Mache dich frei von allem. Handle mit Inbrunst und du darfst dich nicht bewegen. Wie lange dürfen wir uns nicht bewegen? Bis wir irgendwas hören. Wir hatten gerade ein leises Flüstern hier. Ich gucke mir noch mal das Rätsel an. Oberschenkelknochen. Schienbein und Kniescheibe. Ich gucke mir das jetzt nochmal an. Ich gucke auch mal, ob wir andere noch haben. Schienbein, Kniescheibe, Oberschenkelknochen. Mach dich frei von allem und du hast nichts zu verlieren. Handelt mit Inbrunst und ihr dürft euch nicht bewegen. Also das wäre jetzt meine Vermutung hier gewesen, ne? So vom Rätsel her. Vielleicht dürfen wir uns beim, wenn wir reingegangen sind, schon nicht mehr bewegen.
doch frei von allem. Ei. Nur so eine Idee. Es ist nur so eine Idee. Wenn es falsch ist, ist es halt so. So bewegen wir uns ja gar nicht, wenn wir niederknien. Auch nicht. Oberschenkelknochen. Abbildung eines Schienbeins. Und Kniescheibe. Ja, das ist jetzt ja schon dreimal durchgelesen. Meines Erachtens müsste es das sein. Ich stelle mich ja nochmal in die Mitte. Diesmal hat es geklappt. Okay, man muss sich also hinhocken. Puh, da bin ich echt gespannt, was wir jetzt für diese tolle Aktion hier kriegen. Ich glaube, da sind Reliquien drin, oder? Romance vom scharlachroten Watt. Oder Romanze vom scharlachroten Nebel. Gebet an den blutroten Nebel. Frucht der wahren Leidenschaft. Der Haut des Büßers entsteigen schwarten heiligen Blutes, die seinen Feinden Schaden zufügen. Gut, wir können uns wieder ausrüsten. Also, nochmal. Rosenkranzperlen. Ich möchte gerne die Lebensessenz von Feinden sehen. Ich möchte gerne Lebensenergie bekommen, wenn wir Gegenstände zerstören. Ich hätte gerne, verkürzte Erholungszeit. Wo war denn das jetzt? Das war das hier, ne? Nee, auf jeden Fall einer der 10. Vierter Zeh aus Kalkstein, genau. Ausweichabklingzeit. Und ich glaube, die Macht der Gebete, oder nehmen wir... Erhöht die Verteidigung des Trägers. Haben wir nichts, was irgendwie unseren Angriff erhöht? Gab's doch auch, oder? Wenn die Kräfte fast erschöpft sind, das war gegen Feuer. Der Luft zusätzlicher Schub könnte ja auch nützlich sein. Gift, elektrische Angriffe. Schaden durch Kontakt, erhöht die Verteidigung, Schutz gegen Gifte, geringfügigen Schutz. Ja, sonst nehme ich mal die Verstärkung der Gebete rein. So, an Reliquien brauchen wir natürlich, dass wir mit den Toten reden können. Dann, dass wir diese roten Plattformen haben und dass wir diese Wurzeln haben. Das mit den tiefsten Abgründen weiß ich immer noch nicht. So, das Rätsel haben wir gelöst. Ah, Moment, ich rüste, glaube ich. Wir haben ja, ja, das können wir gerade nicht ausrüsten. Hier nehme ich tatsächlich das. Und bei Mea Culpa will ich auch wieder das drin haben. Dass wir, wo waren das jetzt? Das war das hier, oder? Nee. Genau, das hier. Geschmolzenes Herz aus kochendem Blut. Das hätte ich dann gerne. Ah, dafür müssen wir einen Schrein. Aber was ich eigentlich wollte...
ist hier dann doch die Sprungweite erhöhen, dass ihr vielleicht damit, genau, zusätzlichen Schub, dass ihr vielleicht damit jetzt links oben hier doch in den Raum kommen. Dass wir vielleicht diesen Sprung doch schaffen beim Wechsel hier. Ach komm. Verletz ihn da oben. Ja, so. Also das dauert so rum zu lange. Ich glaube, der andere Weg ist da realistischer. Das ist doch einfach zu knapp. Ich dachte, man könnte sich auch an denen festhalten. Hieß es nicht so, dass man sich auch an denen festhalten kann? Also so... Wieso können wir das hier allgemein nicht? Normalerweise kann man sich ja festhalten. Ah, so können wir den Hebel leider nicht umlegen. Wir müssen ihn tatsächlich betätigen. Dass wir jetzt hier solche Rätsel haben, ne? Oh, irgendwas mache ich hier doch falsch. Wahrscheinlich denke ich auch irgendwo noch falsch. Ich habe keine Ahnung. So, ich gehe jetzt hier nochmal hoch. Wir hatten noch oben auch diesen komischen Typen, der was gegen Lärm haben wollte. Das habe ich jetzt eigentlich für ein Gebet drin. Ach, das. Wechseln wir mal kurz. Mist, habe ich doch die Papiere berührt. So. Ich fülle mich hier nochmal auf. Ups. So, und irgendwo war doch der, der hier von Geräuschen geplagt war. Haben wir seine Aufgabe schon erledigt? Wollte den gewissen Gegner getötet haben? Kann man die Bücher auch zurückschlagen? Ja, kann man. Gut.
Nix da. Schon nach allem geguckt oder ging es da noch weiter? Ich glaube, hier haben wir nach allem geguckt. Nein, da können wir nicht weiter hoch. Ah, rechts können wir unsere Schuld loswerden. Ja, tut mir leid, ich muss mal kurz eure Papiere durcheinander bringen. So, befreie uns von unserer Schuld. Für 500, ja komm. Schuld wurde gesühnt. Sogar ein Papier hochgeflogen. Hat zum Glück niemand mitbekommen. Wo war denn der Typ, der hier gestört war? Shit. Wird gerade nicht so gut. Wird gerade gar nicht gut. Nein, wir sterben hier. Shit. Nein. Nein. Der stört ungemein. Den Hebel ja schon benutzt, bestimmt. Ja, haben wir. Im Namen des höheren Willens bringt es zum Schweigen. Ich weiß nicht, was der zum Schweigen gebracht haben möchte. Wir können höchstens noch hinten rechts lang, ob da irgendwas ist. Wir füllen uns hier aber erstmal wieder auf. Okay, hier im der Bibliothek der verneinten Worte haben wir doch einige Rätsel. Weg mit dir. Weg mit dir. Ah, Mist. Ich hab doch geschlagen. Wir müssen eh nicht da oben lang. Genau, hier sind wir noch nicht rechts gegangen. Ach, sieh mal an, wir haben eine Kapelle der Reise. Dann will ich unbedingt mal nach Albero zurück. Es scheint auch nur noch einen Punkt zu geben, wie ich das so sehe. Mehr passt hier eigentlich nicht hin. Wir müssten eigentlich auch schon ordentlich was zusammen jetzt haben an Prozentsatz. So, mea culpa. So, erstmal gehen wir nochmal runter. Und setzen noch unsere gesammelten Körperteile ein. Dann können wir da nochmal gucken, wie viel uns jetzt genau fehlen. So, hier fehlt eins. Und das war ja so die erste Hälfte des Spiels, ne? Ah, nicht unbedingt. Also 1, 2, 3 fehlen auf der linken Seite.
Dann haben wir da oben nochmal 3 machen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Doch nur noch 12. So, die haben wir schon mal eingesetzt. Wir haben aber auch ewig keinen Knoten mehr gefunden für unseren Rosenkranz. So, wir geben dir mal den rußigen Knoblauch, mein lieber Herr. Merciful be, Habt der barmen Büßer, mit With eurer Hilfe kann diese Bruderschaft ihr Werk fortsetzen. Ja, kriegen wir 10.000 Tränen der Abbitte. Das Mirakel holt uns, ein nach dem anderen. Können wir diesem Schicksal entgehen, das der höhere Wille uns auferlegt hat? Der braucht noch mehr. Der braucht noch mehr. Haben wir noch irgendwas für ihn? Ich glaube nicht, ne? Find the next remnants. Nein, nein. Findet die nächsten Überreste. Oh, Bibliothek. Da haben wir ein Portal. Und hier kam er immer noch nicht durch. Ich gucke jetzt mal, ob hier ganz links was ist. Ich gehe einfach nochmal den Weg links lang. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch in dem Video. Kann ich direkt beim Beten mein Herz wieder ausrüsten. So. Ach, ihr schon wieder. Ja komm, ich will das mal sehen jetzt. Klappt das? Ja, wir kriegen die Synergie wieder. Das finde ich gut. Falsche Seite. Können wir jetzt nicht hier unten weiter? Ah ne, wegen dem Schlammwasser nicht, ne? Ich hab mir gar nicht den Sprung da hoch. Wir brauchen immer noch einen höheren Sprung, definitiv. Oder einfach nur eins, dass wir durch Wasser nicht vernachlässigt werden. Ja, ja, ja. Die Lebensenergie, die ihr uns nehmt, die holen wir uns wieder. Können, ne? Aber egal, so sammeln wir noch ein bisschen Tränen der Abbitte. Unsere toten Brüder und Schwestern. Hier war der Startraum. Tatsächlich, da oben ist was. Ja, komm wieder runter. Erstmal liegt ja noch ein Leichnam.
Lausche der Stille, mein Sohn. Es ist eine wogende Stille, die Täler und Echos schafft. Eine Stille, die Häupter sich dem Boden entgegenneigen lässt. Noch ein Kind des Mondlichts. Oh, den Sprung sollte man schon schaffen. So. 25 von 38. Also nur noch 13 fehlen uns da. Ja, und wir waren ja noch längst nicht überall, ne? Also, vielleicht kommt da noch was. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Müssen wahrscheinlich dann tatsächlich hier irgendwie weiterkommen. Ja, und dass man hier in den Raum kommt, das müssen wir auch irgendwie schaffen. Dann haben wir hier ja noch die Räume, wo wir irgendwie nicht reinkommen. So, jetzt habe ich aber echt schon seit einigen Videos nicht mehr geguckt, wie unser Fortschritt ist. Ich habe die letzten Videos, ich glaube die letzten zwei oder drei Videos in einem Rutsch aufgenommen. Mich würde echt mal interessieren, wie unser gesamter Fortschritt jetzt ist. Deswegen speichere ich hier auch nochmal. Wir haben fast eine Dreiviertelstunde. Ah, Moment, ich gehe trotzdem nochmal runter. Aber hier gab es ja eigentlich nichts mehr. Wir haben den Pilger lang nicht mehr gesehen, fällt mir gerade ein. Für den wir hier den Durchweg frei machen sollten. Wo führte die Tür denn nochmal hin? Ich glaube, das war der Ausgang, ne? Von dem hier, genau. Da links haben wir das. Weitere Knoten haben wir ja leider nicht gefunden. Das wäre so schön, wenn wir hier noch weitere Rosenkranzperlen hinzu... Also weitere Knoten dem Rosenkranz hinzufügen können. Da fehlen ja eigentlich noch vier, oder wie viele waren es, ne? Vier. Vier freie Plätze wären noch da. Das ist die Überlegung, wo teleportiere ich hin? Ja, eigentlich sind wir hier ja am nächsten, dass wir wieder in die Bibliothek der verneinten Worte teleportieren. Da den Schrein besuchen und dann hier die Mutter aller Mütter weitermachen oder auch die Dächer der Erzkathedrale. Ja. Wir gehen jetzt erstmal zur Mutter aller Mütter, also zur Bibliothek der verneinten Worte. Und hier jetzt wieder hoch. Und dann hier genau Knoten der drei Wörter. Da haben wir ja auch den Schrein. Das Betpult. Ich sag immer Schrein. Ach, das ist doch jetzt eine Unverschämtheit. Naja, ging ja. Mutter aller Mütter. Genau, und hier bei den Knoten der drei Wörter. Was sagt er denn jetzt eigentlich? Der Knoten der drei Wörter. Ja, dies war der Schauplatz. Kennen wir schon. Ja, meine große Schuld. Ich weiß, du hast viel zu erzählen. So, wir speichern hier. Das heißt, wir machen dann im nächsten Video in diesem Bereich hier weiter. Da sind die Gegner sehr, sehr stark. Und wie gesagt, hier unten, das würde ich auch gerne noch irgendwie lösen. Und dass man hier noch irgendwie rankommt. Ich glaube, ansonsten haben wir jetzt gut die Gegenden abgelaufen.
Es sei denn, es versteckt sich irgendwie noch ein Geheimgang. Ja, ja, wir schauen uns das dann einfach im nächsten Video an. Ich gehe jetzt erstmal ins Hauptmenü, da ich wissen will, wie viel Prozent wir jetzt abgeschlossen haben. 75,25%, also über drei Viertel des Spiels. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das der gesamte Fortschritt ist, ob das einfach... Ich glaube aber schon fast, dass es der gesamte Fortschritt ist. Sprich, Story-Fortschritt, Sammelgegenstände, ja, halt sowas, dass das wirklich das Komplette ist. Wollen wir nur hoffen, dass es nicht über 100% hinausgeht. Aber ich habe mal bei den Erfolgen geguckt und laut den Erfolgen dürfte es eigentlich nicht der Fall sein. Denn da ist nur der Erfolg, dass man das Spiel mit 100% schaffen soll. Habe dabei aber auch schon gesehen, dass es sowohl einen Erfolg gibt für Ende A und Ende B. Das heißt, ich werde tatsächlich heraus oder versuchen herauszufinden, wie wir an die verschiedenen Enden kommen. Wenn wir uns das nicht schon irgendwie verbaut haben. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe versucht hier oder bin spoilerfrei an dieses Spiel rangegangen, ohne irgendwelche Tipps und Tricks von außerhalb. Außer die, die uns das Spiel gibt. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.